Willkommen zusammen zu einer neuen Folge vom LS19 Live-Projekt, zusammen mit dem Sachsen-Let's-Player. Hallo! Und wir haben noch einen Gast hier auf dem Hof seit der letzten Folge, nämlich die Frau Bürgermeisterin. Hallo! Hallo! So, also, du hattest... wir hatten am Ende der letzten Folge schon um eine zusätzliche Erlaubnis gebeten. Genau, ich wollte mir die Bäume noch angucken, wie ihr da denn umrangieren wollt. Ja. So, dann würde ich sagen, zeigst du das? Nee, ich weiß es nicht. Machst du und ich mach Serd weiter. Okay. Ja, machen wir so. Ja. Also, wir wollten hier vorne diese kompletten, weil das ist ja hier unsere Zufahrt zu den Pferden und so. Das nervt hier ein bisschen. Ja. Da muss man immer durch die Bäume durchfahren. Deswegen wollten wir hier diese komplette Straße sperren und dann alle Bäume hier an der Seite fällen. Wenn sie jetzt sagen, okay, oder wenn du jetzt sagst... Direkt okay, alle? Ja, wenn du jetzt sagst, okay, nicht alle, wir müssen ein paar stehen lassen, dann wäre ich da auch für bereit. Und hier bei dieser Straße geht es halt weiter. Also hier wäre mir auch viel dran gelegen, dass wir zumindest diese Ecke hier komplett sperren, um diese dann hier sicher fällen zu können. Diese Bäume hier, die noch auf unserem Grundstück sind. Mhm. Also ich würde euch genehmigen, dass ihr einen Teil der Bäume, was eure direkte Zufahrt ist, definitiv fällen könnt. Aber wir dann würde ich diese Ecke hier nehmen. Wir können nicht die gesamte Straße so lange sperren, dass ihr hier alle Bäume freiräumen könnt. Nee, dann ist das okay. Dann würde ich hier diese Ecke anfangen. Aber es ist grundsätzlich okay, dass wir überhaupt Bäume fällen. Ja, es ist in Ordnung. Eure Nachbarn, auch die Pferdewirte haben mich auch angefragt, ob sie Bäume umsiedeln dürfen. Also Neubepflanzung, dann... Das ist auch in Ordnung. Also wenn ihr hier wirklich ein paar Bäume wegnehmt, dass ihr eine direkte Zufahrt habt, kann ich das durchaus verstehen. Ihr habt schwere Geräte, ihr müsst da durchfahren auch. Ja. Und es ist immer ein ganz schönes Gerangel mit den Bäumen, sag ich mal. Mhm. Das ist sehr, sehr gut. Vielleicht können Sie uns da ja, kannst du uns da verknüpfen, was die Umsiedlung angeht. Also ich denke, wenn wir bald ein neues Grundstück haben, hoffentlich irgendwann, dann können wir uns da bei der Umsiedlung vielleicht zusammentun und die Kosten für eine entsprechende Maschine teilen. Das könntest du einfach mal bei den Kollegen anregen, wenn es da nochmal um dieses Thema gehen sollte. Das kann ich sehr gerne machen, da muss ich jetzt nochmal hin. Was waren das? Team Burning Farmers? Oder? Genau, die Burning Farmers hatten das angefragt. Okay, ja gut, mit den anderen hätten wir es auch nicht gemacht. Gut. Keine Spannung hier in der Gemeinde, bitte. Keine Spannung, wir sind sehr, sehr friedlich, aber seit diesen Regelverletzungen, ach, da wollte ich mich auch noch erkundigen, was ist eigentlich da rausgekommen? Noch gar nichts, weil Motor läuft die ganze Zeit, auf den Hofbesichtigungen war. Ja, der läuft die ganze Zeit, den habe ich schon wieder vergessen auszumachen, weil ich schnell von Termin zu Termin überspringe. Ja, ich kenne das stressige Bürgermeisterleben, aber mich würde noch interessieren, was ist denn da rausgekommen aus den Gesprächen? Also, das wurde noch nicht angesprochen, diese Verstöße. Noch nicht, weil ich bei den, noch nicht in der Lage war, durch die ganzen Farmbesuche gerade und dieses Hin- und Hergespringe von Termin zu Termin noch nicht wirklich dazu kam, mir eine ordentliche, sage ich jetzt mal, oder eine angemessene... eine Sanktion dafür auszusuchen aus dem Strafenkalender oder Strafenkatalog in dem Falle, beziehungsweise im Sanktionenkatalog. Das war mir einfach noch nicht möglich und ich möchte es dann auch mit dem jeweiligen betroffenen Team absprechen und besprechen, das nochmal eine Aussage dazu einholen und dann das auch natürlich durchsetzen. Aber das wird wahrscheinlich noch 10 bis 15 Minuten dauern. Okay, alles klar. Aber ich kann gerne dann eine kurze Meldung hier geben. Das wäre super. Gut, dann möchte ich hier auch gar nicht länger aufhalten. Viel Spaß bei den weiteren Farmbesichtigungen. Und wir werden vermutlich auch bald einen Kredit beantragen, aber dazu dann später mehr. Jawohl, erstmal machen wir gleich die Subvention. Genau. Ich hatte mich jetzt, wir hatten uns jetzt auf den großen Pferdestall geeinigt und dafür die vier Pferde dann. Ja. Zu 35.000, die ihr weiter anders verkauft. Ja, das machen wir so. Okay, super. Dann freue ich mich schon mal. Ich überweise euch das auch gleich sofort, sobald ich wieder im Büro angekommen bin. Super, das machen wir so. Herzlichen Dank. Vielen Dank euch. Guten und erfolgreichen Tag noch. Jo, danke. Herzlichen Dank. Bis später. Bis später. Ich mache noch ein bisschen Heu in der Zeit, ne? Ich habe jetzt keine besseren Möglichkeiten, hier irgendwas zu machen. Ja, das ist doch super. Das läuft doch hervorragend. Also im Moment würde ich sagen, läuft es tatsächlich. Aber das ist die noch keine Einigung. Ich frage mich, also die war noch gar nicht beim Hoftermin. Habe ich das richtig verstanden? Natürlich war sie, die war schon da, aber da ging es nicht darum. Da ging es ja eine allgemeine Besichtigung. Ja, mich würde interessieren, was die dann da gemacht hat. Also was dann da... Naja, angeschaut, was für Land, ja, wie bei uns halt auch. Ach, hier Pferde, ach ja, da Felder, ach, das sind ihre Maschinen. Aber das kann ich mir, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der das die ganze Zeit mitgemacht hat, ohne schon mal irgendwie ein Interesse für irgendwas zu äußern.
Ich glaube, die Bürgermeisterin wird uns auch nicht alles verraten. Das könnte durchaus sein. Oh, ich habe ein bisschen Angst, dass der kleine Trecker jetzt hier gleich kippt. Wir müssen irgendwann mal in einen etwas größeren investieren. Wenn wir irgendwann eine Kohle dafür haben, Kredit. Haben wir denn, wissen wir, was das Nachbarfeld hier kostet, was wir uns... Also, wir hatten das Nachbarfeld 503.000. Ja, moin, ich glaube, ich muss da los. Yep. Vielleicht sollten wir dann vielleicht auf das Feld 17 oder Feld 18 oder sowas. Das sind ja, glaube ich, eher unsere Preisklassen. Feld 17, Feld 18, das sind 261.000, 180.000. Ja. Geht, denke ich, eher in die Dimensionen, die wir anstreben oder die wir anpeilen können. Jupp, glaube auch. Oh ja, sehr gut. Oh ja. Jupp, wir müssen Trägerwechsel machen. Ich bräuchte deinen, weil wir gerade die erste Wachstumsstufe haben. Oh, warte. Also ich glaube nicht komplett, aber... Ich sehe das. Ich komm nicht vorbei. Oh, sehr gut. Jawohl. Ja, willst du oder willst du nicht? Ja, doch, komm vorbei. Achso, du bist da, okay. Wow. Bitteschön. Ey, hast du ein Schwein, dass da Pflegebereifung drauf ist? Ja, habe ich natürlich vorher gecheckt. Ja. Ohne Witz, Alter. Ich hätte gedacht, ich habe das umgestellt beim letzten Mal. Ja, ich dachte, das macht er jetzt nicht. Doch, ja, ich habe jetzt trotzdem den Schock meines Lebens bekommen. Mach das nie wieder. Also, ich würde sagen, liebe Leute, Alter. Herztabletten für alle mal Hashtag Herztabletten für Randy in die Kommentare schreiben. Die hat er sich wirklich verdient. Och, nee, ey. Ah, dann kann ich das hier vorne dran machen. Dann kann ich direkt hinten Teller machen. Scheiße. Alter, hast du einen Lack? Hast du einen Lack, dir? Nee, so. Okay, shit. Ich hab das Gefühl, viele freuen sich so ein bisschen über eine kleine Feindseligkeit. Ich frag mich, wann's kracht. Ich glaube, es kracht spätestens, wenn wir hier unseren zweiten großen Pferdestall kaufen und sich die Leute fragen, wie? Wie kann das sein? Es sei denn, also, ich glaube, die Burning Farmers, die haben einen ähnlich guten Deal wie wir. Die werden uns den aber nicht verraten. Glaube ich auch nicht. Aber der Einzige, der richtig Auge machen wird, ist, glaube ich, unser anderer Nachbar. Das kann sein. Wie gesagt, hier mit den Dingen, das ist halt bei den Deutschen Bild kacke, aber geht halt nicht anders. Da fährst du halt die Wiese ein bisschen kaputt, deswegen immer, ne? Nicht sinnlos hoch, runter. Also, ne, du weißt, was ich meine. Du fährst halt dadurch, dass das wir halt... Wir haben sowieso, wir brauchen nicht so viel. Heu? Naja. Also, ich habe jetzt alles, was du da abgekippt hast, aufgebraucht. Das ist alles in den Pferden drin. Ja, das habe ich gesehen. Naja. Aber da ist immer, ja, man muss jetzt mal ein bisschen was rein, aber... Ist richtig. Naja, muss nicht, das passt schon. Wir müssen ja nicht komplett... Weil vollgeklatscht heißt eigentlich immer, reicht für 6 Tage, wenn sie das aus dem 17er so übernommen haben. Mhm. Na, also von daher, schauen wir mal. So, die Frau Bürgermeisterin steht hier mit dem Auto am See. Interessant. Wo ist die gerade? Ah ja, die ist gerade aber bei den BG-Leuten. Tja. Wer weiß. So, ja, da hat sie ja gesagt, dass sie da hingeht. Also ich denke, die werden sich jetzt den Kredit nehmen. Das kann durchaus sein, ja. Wie lange machst du jetzt schon Spritze und so? Nee, Spritze noch nicht. Ich hole jetzt erstmal Dünger. Die richtige Stufe, ne? Oder kann man wir haben noch kein Unkraut. Wir haben jetzt erstmal nur die erste Wachstumsstufe und Unkraut wird kurz vorm Spulen kommen. Da müssen wir halt da ein bisschen aufpassen. Alles klar. Ach, wer denn hier? Hä? Was ist das denn hier? Das Saatgut? Woher kommt das? Nee, das ist könnte Kalk sein. Achso, die Ach, Dinger, klar. Das ist Kalk, ja, das müsste ich abladen. Okay. Wir haben, bitte, nachdem du fertig gesät hast, muss einer von uns beiden. Wir sind noch mal fertig zum gesät. Ja, muss jemand mit der Maschine nochmal zum Händler fahren? Ich bin gerade beim Händler. Ach, kannst du da bitte. Mit der Maschine? Na, mit den Fendt. Ja, aber mit dem Dünger der mit dem Düngerstreuer. Du siehst rechts die ganzen habe ich gerade schon aufgefüllt. Okay.
Die gehören nämlich alle uns und ich habe dem Händler versprochen, dass wir die mitnehmen werden. Wenn nett bist du, der McManus, der ist wirklich, da muss ich sagen, bei dem läuft's. Ah ja. Der mäht hier wirklich seinen mega kleinen Grünstreifen, mäht er hier gerade. Lächerlich. Wow. Frag mal kurz. Nee, die Bürgermeister ist bei denen. Ah nee, halt, nee, kannst. Die haben halt noch einen Termin. So. So, ich glaube, das war spitze genug. Ah ja. Ich habe nur gefragt, wie das ist, mit so einem kleinen Werk zu mähen. Das sich gut anfühlt. Ach ne. Geht wieder los. Es geht wieder los. Besondere Beziehung mit dem Nachbarshof. So. Anders witzig ist das hier. Anders witzig. Und let's... Ach, der Sachsen-Netzlayer, man kennt ihn. Go. Gucken, ob das jetzt auch so angenommen wird. Aber mir ist das irgendwie... Also, es ist sehr friedvoll im Moment. Ich habe das Gefühl, das ist die Ruhe vorm Sturm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das lange so bleibt. Nachdem, wie heftig, mit Hausverbot und so, wie heftig das geknallt hat. Das werden wir ja sehen, aber ich muss mal kurz zu unserem Nachbarn, ne? Gleich wieder da. Ach, welchem denn? Unten drunter. Ah, oder nebenan. Okay. Achso, wow. Dann gehe ich in den nächsten Hof. Mahlzeit. Den John Deere, den T-Telefonat. Ach, guten Tag. Na, guten Tag. Wie geht's Ihnen denn? Gerade stressig. Stressig? Boah. Ja. Ich habe ja gesehen, das LU hat Ihnen ja eine Menge, der Händler ins von Beten eine Menge Maschinen vorbeigebracht. Ist richtig. Hat er mir auch erklärt, ne, bei Großaufträgen macht er das immer. Ja. Und da wollte ich mal so unverbindlich nachfragen, was haben Sie denn dafür bezahlt? Für was denn? Ja, fürs Liefern. Das weiß ich schon, gar nichts. Bei Großaufträgen machen die das selbst. Genau, also bei Aufträgen über 150 oder 160.000 Euro. Habe ich noch nicht gesagt. Wird's frei ausgeliefert. Haben wir auch nicht gewusst, aber haben wir dankend entgegengenommen. Ja klar, hätte ich auch so gemacht. Ja. Na da. Wurden Sie schon... Ah ne, Sie haben noch einen Termin bei der Bürgermeisterin? Oder? Ja, wir hatten schon einen Termin. Wurde da die Bekanntmachung bekannt gegeben? Es wurde gesagt, dass wir uns mal zusammensitzen sollten wegen der Aufforstung von irgendwas. Achso, nee, das ist aber gleich noch eine andere Geschichte. Also das können wir auch machen. Ich hatte vorgeschlagen, dass wir uns mal vernetzen, weil Ihr Hof vorgeschlagen hatte, dass man auch wieder aufforstet, beziehungsweise Bäume versetzt, wenn man so fällt. Finde ich gut, aber wir sitzen da im gleichen Boot und deswegen dachte ich mir, vielleicht teilen wir uns die Kosten für die Geräte und eben auch die Geräte selbst, weil das ist ja so ein Gerät, das braucht man nicht so oft und wenn sie dann fertig sind, könnte man das auch nutzen. Absolut. Können wir gar nichts machen. Das wäre doch super. Nee, es ging da um eine andere Sache. Und zwar um die Pferde. Wurde da was zu gesagt? Nein. Randy, ist es jetzt schon so weit, dass es hier installiert ist? Es ist installiert, ja. Es ist installiert. Und wir haben das offiziell, wir haben uns nicht getraut, das zu nutzen, was hier installiert ist, in diesem wunderschönen Dorf. Aber wir haben eine Freigabe erhalten von der Bürgermeister. Und das dürfte auch in Ihrem Sinne sein. Klingelt's? Ja. Ja. Bei mir noch nicht. Also bei ihr noch nicht. Wir haben eine Genehmigung für eine externe Firma, die sich, oder uns, euch natürlich auch und den Bizeps-Team natürlich auch, wenn sie welche haben, uns dabei unterstützen tut, diese Pferde professionell aufzuzüchten. Ja, okay. Ist der Bürgermeisterin sehr viel dran gelegen und da wir das ja, sie werden das Problem kennen, ne? Ja, ja. Man ist die ganze Zeit auf dem Bock hier und dann muss man noch ausreiten und da ist die Zeit schon wieder weg. Und damit das nicht passiert, hätten wir ja die Option auf das Lohnunternehmen gehabt, aber wir haben keine Alternative zum Lohnunternehmen. Für alle Feldarbeiten kann man hier locker einen Helfer einstellen, kann man eine Fremdfirma anfragen. Hier geht das nicht bei den Pferden und deswegen haben wir dann eine Alternative erlaubt bekommen. Sehr, sehr nett von der Bürgermeisterin, aber das wollten wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Ja, wir verstehen uns ja ganz gut, sag ich mal. Absolut, absolut, liebe Kollegen. Ja, und sonst, wie läuft's so? Sehr, sehr gut, muss ich sagen. Haben Sie da eine Visitenkarte eigentlich? Eine Visitenkarte von der Firma? Ja, genau. Wir werden die direkt weiterschicken zu Ihnen, wenn das okay ist. Das sind ja nur ein paar Meter. Ist das so brennendesfarmland.net? Ihre E-Mail-Adresse?
Ja, wir haben eine neue. Wir hatten davor cornhub.info. Ja. Aber die ist jetzt wieder alt. Aber ja, ja, ist richtig. Ah ja, wunderbar. Ja, dann schicke ich Ihnen das an fremdes Formland.net. Das ja, das ist super. Na, das ist eine gute Webseite. Kann ich Ihnen die abkaufen? Boah, da müssen Sie echt tief in die Tasche greifen. Ah, ist kein Problem. Vielleicht baue ich so einfach nach, Kaba. So, ich habe noch eine andere Frage. Wie sieht es bei Ihnen futtertechnisch aus mit den Pferden? Ja, es ist überschaubar. Wieso fragen Sie? Also wir haben jetzt wirklich ganz, ganz kräftig, also wirklich sehr kräftig in Maschinerie investiert. Ja, wir sind jetzt mittlerweile Besitzer von Mähanlagen, von Schwartanlagen, Zetteranlagen. Wir haben eine eigene Ballenpresse mit einer Wickelkombination. Wir haben Abfahrwegen. Wir haben jetzt noch auf den dritten Traktor aufgerüstet. Und also wenn Sie da mal Bedürfnis haben oder wenn Sie sagen, uns fehlt irgendein Futter, wir haben sehr, sehr viel am Lager. Was haben Sie denn da im Lager? Wir haben zum Beispiel momentan Silageballen, wenn Sie was brauchen würden. Wir haben Wir haben Pferde, ne? Ja, wir haben auch Heu-Rundballen im Angebot. Was, wie viel haben Sie Heu? Wie viel haben wir denn momentan? Ich glaube, 20 Stück haben wir schon auf alle Fälle. Yo. 20 Ballen? Ja, die haben wir auf alle Fälle schon. Im Ballen sind also, 4.000, 6.000, ne? Sagen Sie Bescheid. Natürlich, ich habe es auch schon zur Frau Bürgermeisterin gesagt, nur offiziell, es geht nichts unter der Hand, so leid es mir tut. Es gibt auch keine Freundschaftspreise, der Preis ist der Preis und das ist gut so. Was ist denn der Preis? Den haben wir noch nicht ausgemacht. Okay. Nee, also das ist okay. Also wir können das, damit man auch die Freundschaftlichkeit irgendwie aufrechterhalten kann, können wir das ganz kurz rüberliefern. Es ist ja nur ein Katzensprung zu Ihnen. Ja. Im Moment sind wir mit Stroh noch ganz gut versorgt und Heu machen wir gerade selber. Ja, das Einzige, was vielleicht mal schwierig werden könnte, wäre die Haferversorgung. Ja, da sind wir momentan auch noch am Das ist auch am Struggeln. Wir haben schon, ja? Ich muss ganz kurz hören, machst du mit der Unkrautentfernung weiter dann? Bitte? Schwierig. Schwierig. Okay. Schwierig. Aber, ja, das gucken wir uns dann an. Das kommt jetzt, by the way, ne? Ich hab noch eine Frage. Ja. Also geben Sie sich Mühe, machen Sie flott Ihre Arbeiten weiter. Ich habe noch eine Frage und zwar, haben Sie irgendwie nochmal was von dem anderen Hof gehört? Tatsächlich gar nicht mehr. Die haben ihr Hausverbot hier bei uns. Ja, aber Sie waren dann nicht drüben oder so? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Wir nämlich auch nicht und das macht mich ein bisschen stutzig. Wir wissen nicht, was da läuft. Wir wissen auch nicht, also da ist glaube ich gerade die Bürgermeisterin. Wir wissen nicht, was sie da aushandeln. Ich weiß es auch nicht. Ich habe nichts gehört. Ich habe auch von der Bürgermeisterin keine Infos bekommen. Wir sind übrigens fertig, by the way, glaube ich. Und mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Tut mir leid. Okay, dann danke ich Ihnen trotzdem und wir werden uns sicherlich in den nächsten Folgen nochmal hören. Ich glaube auch. Tschüss. Schönen Tag noch. Dann würde ich sagen, das war soweit von dieser Folge. Ende. Das war soweit von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gern einen Daumen nach oben da. Wenn ihr wisst, was auf diesem Hof da passiert, was da besprochen wird und was die da für einen Plan aushacken, gerade jetzt nach diesem Bürgermeister-Treffen, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Wir sind auf diese Infos angewiesen, weil wir nicht wissen, was da passiert. Und wenn wir jetzt rübergehen und fragen, dann werden die sicherlich nicht sagen, ach, das und das und das haben wir bekommen. Deswegen schreibt uns das gerne in die Kommentare. Ansonsten gilt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.